2024, also nächstes Jahr, kommt es zu einem Superwahljahr. Hält die Regierungskoalition aus ÖVP und Grünen bis dahin, dann wählt Österreich plangemäß im September einen neuen Nationalrat. Aber die Nationalratswahlen sind nicht die einzigen Wahlen, die nächstes Jahr stattfinden. Gleich 7 größere Wahlen stehen 2024 an. Darunter bedeutende Gemeinderatswahlen, Landtagswahlen und auch die EU-Wahl. Wie positionieren sich die Parteien ein Jahr vor der Nationalratswahl? Womit versuchen die Parteien und ihre Obleute zu punkten? Und welche Auswirkungen hat die EU-Wahl auf Österreich? Unter anderem darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, der Politikwissenschaftlerin Gerda Fürricht-Fegel. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Frau Professor, beginnen wir mit der EU-Wahl. Läuft alles nach Plan, wird eben im September der Nationalrat gewählt. Die EU-Wahlen, die finden schon im Juni statt. Welche Bedeutung hat diese Wahl für das EU-Parlament? Welche Bedeutung hat diese Wahl für Österreich? Am 9. Juni wählen wir 705, also in ganz Europa 705 Abgeordnete zum Europäischen Parlament. Für uns Österreicherinnen heißt das, wir wählen 19 Abgeordnete, die wir ins Europäische Parlament entsenden. Ganz kurz, das Europäische Parlament ist die einzig demokratisch gewählte oder direkt gewähltes EU-Organ, also demokratiepolitisch sehr wertvoll. Es ist der zweite Gesetzgeber, es gibt zwei Gesetzgeber auf EU-Ebene und das Europäische Parlament ist eben also einer der beiden Gesetzgeber. 19 österreichische EU-Abgeordnete, die wir da wählen. Das heißt, wir wählen wie im Nationalrat eine Partei und die Partei entsendet dann, je nachdem, wie viel Prozent sie bei der Wahl erhält, die EU-Abgeordneten. In Summe 19 und das teilt sich dann eben auf die verschiedenen Fraktionen auf. Es wird also das Europäische Parlament gewählt. Jetzt hat es bei der letzten EU-Wahl die Sorge gegeben, aufgrund von stärker werdenden der Rechtspopulismus, dass der in den USA wird er stärker, in Europa, in Polen, in Italien, in Ungarn. Und sehen Sie diese Sorge auch jetzt für die kommenden Wahlen, dass der Rechtspopulismus auch in EU-übergreifend noch an Stärke gewinnt? Also die Sorge sehe ich durchaus und wie Sie richtig sagen, die gab es auch das letzte Mal bei den Wahlen 2019. Es hat sich damals nicht im Wahlergebnis niedergeschlagen. Es hat damals sicher eine Wirkung in der Mobilisierung der Wählerinnen und Wähler gehabt. Wir haben im Vergleich zu den Jahren davor einiges höhere Wahlbeteiligung. Wir hatten in Österreich zum Beispiel 59,8%. Das ist mehr als 10% höher als bei den EU-Wahlen davor. Also es war sicher mobilisierend. Was der Unterschied zu 2019 jetzt dann 2024 sein wird, ist, wir haben in vielen Ländern oder in einigen Ländern in der EU rechtspopulistische Regierungschefs. Sie haben es gesagt, Italien, wir haben die Fidesz-Partei, die gibt es schon länger in Ungarn, wir haben Rechtspopulisten in Schweden. Also es ist nicht mehr ungewöhnlich und die Sorge ist durchaus berechtigt. Was damit auch kam und was auch das vorige Mal schon ein Thema war, ist die Sorge vor Desinformation. Man hat die Sorge, dass rechte Parteien, rechte Kräfte auch außerhalb der Europäischen Union ihre Strategien in die europäische Wahlkampf mit einbringen in Form von Desinformationskampagnen, Trolle, vor allem von der rechten Seite. Und da versucht die EU auch gegenzuwirken. Mhm. Jetzt, was bedeuten diese Wahlen auf EU-Ebene für einzelne Parteien in Österreich? Wie würde sich das auswirken? Also momentan schaut es so aus, dass wir die meisten Abgeordneten stellt die ÖVP mit 7 Abgeordneten, danach die SPÖ mit 5 Abgeordneten, die Freiheitlichen und die Grünen jeweils 3 und die Neos haben 1 Abgeordnete. Es ist relativ ähnlich das Wahlergebnis auf der EU-Wahl wie damals bei den Nationalratswahlen 2019, also stimmenstärkste Partei, die ÖVP. Gehen wir es kurz durch. Das große Thema bei der ÖVP auf EU-Ebene ist, was wird Othmar Karas tun? Er ist ja Spitzenkandidat und Vizepräsident im Europäischen Parlament und der am längst gediente Mandatar auf EU-Ebene. Wird er eine eigene Liste machen? Bleibt er bei der ÖVP? Da gibt es verschiedene Gerüchte und davon hängt ganz stark das Wahlergebnis der ÖVP ab. Weil man kann sich vorstellen, wenn der Othmar Karas eine eigene Liste macht, das schadet
der ÖVP auf EU-Ebene sicherlich massiv. Er ist einer derjenigen, der die meisten Vorzugsstimmen immer wieder hat bei den EU-Wahlkämpfen. Also das ist ein großes Thema für die ÖVP. Mhm. Aus ÖVP-Kreisen hört man ja auch, dass diese Sorge besteht, dass man bei der EU-Wahl schlechter abschneidet und deswegen möglicherweise die Nationalratswahlen vor die EU-Wahlen gezogen werden sollen. Für wie realistisch halten Sie dieses Szenario? Also das Neuwahlszenario ist ein Thema, aber ich würde es jetzt, wenn man jetzt sagt, wie eng ist es mit der EU-Wahl verknüpft oder hängt davon ab, wenn der Herr Othmar Karas zum Beispiel entscheidet, er macht eine eigene Liste, deswegen zieht man die Nationalratswahl vor. Dieses Szenario halte ich für relativ unwahrscheinlich. Warum? Es gibt natürlich einen Einfluss zwischen EU-Wahlen und Nationalratswahlen, aber er ist eher umgekehrt. Also die EU-Wahlen werden zu einem viel größeren Ausmaß von den Nationalratswahlen oder von der nationalen Ebene beeinflusst als umgekehrt die EU-Wahlen die nationale Ebene. Das weiß man aus der Forschung, dass es in diese Richtung viel mehr Relevanz hat als andersrum. Dann nehmen wir die Nationalratswahlen in den Blick. Wenn alles nach Plan läuft, wenn die Regierung aus ÖVP und Grünen hält, dann wird plangemäß im September 2024, also in einem Jahr genau, gewählt. Haben Sie das Gefühl, dass jetzt ein Jahr vor der Wahl schon so etwas wie ein Vorwahlkampf besteht, dass es da schon Kampagnen gibt von den Parteien? Ich würde es ein bisschen unterschiedlich betrachten. Also ja für ein, zwei Parteien, nein oder noch nicht wirklich angelaufen bei anderen Parteien. Ich würde es für ein Ja eindeutig dem Vorwahlkampf zuzurechnen, würde ich es bei der ÖVP und bei der SPÖ. Weniger sehe ich es bei Freiheitlichen Grünen und bei den Neos. Mhm. Lassen Sie uns gleich die Neos etwas genauer anschauen. Die haben bei der letzten Nationalratswahl mit 8,1% der Wählerstimmen erreicht. Wofür stehen die Neos ein? Mit welchen Themen können die punkten? Also ganz groß mit dem Thema Kontrolle und Transparenz aus meiner Sicht. Auch deswegen, weil die Grünen dieses Thema eigentlich aufgegeben haben. Gut, sie sind Regierungspartei, kann man jetzt sagen. Es ist schwer, dieses Thema zu besetzen, das zum einen. Aber sie haben es eigentlich den Neos überlassen. Und da punkten die Neos gut. Das macht die Parteivorsitzende Beate Meindl-Reisinger auch gut, weil sie sich da immer wieder zu Wort meldet, in der Normaldebatte zum Beispiel jetzt immer wieder. Und das Haus- und Hofthema der Neos, die Bildung, das fahren sie natürlich weiter. Aber ich orte mehr im Thema Kontrolle und Transparenz, weil das Feld gehört Ihnen. Kommen wir gleich weiter zu den Grünen, dem Juniorpartner in der Regierung. Die Grünen haben 2019 mit 13,9% den Wiedereinzug in den Nationalrat geschafft und sind gleich Juniorpartner in der Regierung geworden. Wie tun sich die Grünen in dieser Koalition mit dem schwarzen Koalitionspartner? Naja, man muss einmal die Prozentzahlen anschauen. Ein Drittel der Prozent von der ÖVP haben die Grünen. Also die Grünen hatten, wie Sie es gesagt haben, 13-14% und die ÖVP hatte ja damals an die 37,5%. Das heißt, das ist deutlich kleiner und das spiegelt sich dann auch wieder. Das heißt, sie bringen, wie sie es vereinbart haben, bei einigen Punkten, die gehören unter Anführungszeichen ihnen. Ich sage nur das Klimaticket, Klimaschutz, Umweltschutz. Aber auf der anderen Seite gibt es halt Themen, wo man merkt, es fällt ihnen schwer, dass sie den Mund halten. Das haben sie vereinbart, aber es ist zunehmend schwierig. Sie haben am Anfang beide Seiten gesagt, es ist keine Liebesheirat, sondern eine Vernunftsehe. Und das sehen wir halt häufig. Sie haben es eh auch vorher schon gesagt. Es ist eine unbeliebte Koalition, wo jeder seine Themen abarbeitet, aber zu Ende gehenden Koalition sieht man immer mehr, dass sie sich ein bisschen lahmlegen und in ihren Themen auch nicht mehr viel weiterbringen. Ich sage nur Stichwort Postenbesetzungen oder im Klimagesetz. Für wie groß sehen Sie die Gefahr, dass die Grünen jetzt vor dem regulären Ende der Legislaturperiode die Regierung noch sprengen? Ich glaube, die Grünen, oder wie die Zahlen auch zeigen, haben die Grünen derzeit wenig Interesse. Sie liegen in den Zahlen, ich weiß, es ist ein Jahr davor und wie verlässlich ist es? Es ist immer eine Momentaufnahme, aber sie liegen deutlich hinter ihrem Wahlergebnis von der vorigen Nationalratswahl. Also die haben relativ wenig Interesse. Mhm. Gehen wir weiter zur FPÖ. Die FPÖ, die hat 2019 mit 16% knapp Platz 3 belegt. Aktuell in Umfragen liegt die FPÖ auf Platz 1. Mit welchen Themen kommt die FPÖ derzeit so gut an?
vor allem das Thema Sicherheit, würde ich sagen. In Zeiten der Krise, multiplen Krisen, die wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben Inflation, Teuerung, wir haben Klimakrise, wobei das ist jetzt kein Thema für die FPÖ, genau im Gegenteil. Aber in diesen verunsichernden Zeiten auf Sicherheit, Orientierung, Beständigkeit, nichts verändern wollen, zu setzen, das ist das große FPÖ-Thema. Was verwunderlicherweise momentan wenig Thema in der FPÖ ist, ist das Thema Migration. Das ist ja ihr Haus- und Hofthema, mit dem Sie auch jahrelang in den Wahlkämpfen oder in den Wahlen gewonnen haben. Das fällt jetzt wenig auf. Die FPÖ sagt immer wieder bei den Nationalratswahlen, bei den Landtagswahlen nächstes Jahr, aber auch bei den EU-Wahlen, möchte sie den Eliten den Kampf ansagen. Von welchen Eliten ist da die Rede? Also da geht es vor allem, wie Sie es auch bezeichnen, die linken Eliten, da fallen die Medien auch ganz stark drunter, da fallen die, wenn es um Brüssel geht, die Beamtinnen und Beamten der EU-Kommission und die zuständigen Politikerinnen und Politiker drunter. Aber man muss da schon auch eins in Betracht ziehen, den Eliten den Kampf ansagen, das hat auch der Donald Trump damals getan, oder? Irgendwie für sich proklamiert. De facto war er aber ein Teil dieser Eliten. Er war Milliardär, er ist Milliardär, er ist schwer reich, er hat ins Establishment gehört und hat dem Establishment gleichzeitig den Kampf angesagt. Also da den Politikern den Kampf anzusagen und selbst dazu zu gehören, das ist ein bisschen schizophren, würde ich fast sagen. Jetzt lehnen alle Parteien eine Zusammenarbeit mit Herbert Kickl als Bundeskanzler ab. Sehen Sie da realistische Alternativen an der Spitze der FPÖ? Sollte die FPÖ Platz 1 erreichen? Wie er selber auch in den Sommergesprächen gesagt hat, er lässt sich von anderen Parteien nicht diktieren, wer die FPÖ führt. Und es wird die FPÖ nur mit ihm geben. Logisch, dass er das sagen muss. Ganz massiv ist das ja von Karl Nehammer gekommen, dass er sich eine Koalition mit der FPÖ schon vorstellen kann, aber nicht mit Herbert Kickl in irgendeinem hohen Amt. Jetzt muss man aber dazu sagen, wie viel Glaubwürdigkeit hat diese Aussage, wenn wir uns daran erinnern, wie sie in Niederösterreich war. Da hat auch die Spitzenkandidatin gesagt, never ever mit dem Spitzenkandidat der FPÖ, damals dem Ludo Landbauer. Und auch in Salzburg war es das Gleiche, nicht mit der FPÖ. Und wir sehen in beiden Bundesländern eine ÖVP-FPÖ-Koalition. Also die Glaubwürdigkeit ist da sicher ein Punkt. Stichwort Glaubwürdigkeit. Jetzt hat es 2017 gab es dieses Ibiza-Video, dann hat es auch diese Spesen-Affäre gegeben innerhalb der FPÖ. Und jetzt ist die FPÖ an erster Stelle. Liegt das daran, weil sie so gute Sachpolitik macht? Oder liegt das vielleicht eher auch daran, dass die anderen größeren Parteien, ÖVP und SPÖ, es nicht schaffen, Sachthemen derzeit gut zu kommunizieren? Ich glaube, es liegt ganz viel am Protestthema. Also sie sammeln die Protestwähler ein. Es gibt ja die MFG nicht mehr, diese Impfgegnerparteien, zu der damals ein doch beachtlicher Teil an Protestwählern auch gewandert hat. Das heißt, die kommen wieder, muss man sagen, zur FPÖ. Also das ist ein großes Thema. Und dieses Sicherheitsthema sehe ich auch ganz groß. Und dieses in Sicherheit so quasi die Mauern hochfahren, niemanden reinlassen und schauen, dass es uns wieder gut geht, beziehungsweise dass wir keine Wohlstandseinbußen haben. Sicherlich auch, was Sie angesprochen haben, liegt es auch an der wenig, unter Anführungszeichen, Konkurrenz durch die anderen Parteien. Könnte man sagen, die SPÖ ist immer noch mit sich selbst beschäftigt, einen neuen Parteichef, der muss sich etablieren, der muss bekannt werden, der macht seine Charming-Tour in den Bundesländern. Und auch die ÖVP muss schauen, dass sie nicht zu viel der gewonnenen FPÖ-Wähler damals 2019 verliert. Kommen wir gleich zur SPÖ. Die hat bei der letzten Nationalratswahl knapp über 21% der Stimmen erhalten, damals noch unter Parteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner. Da gab es jahrelange Querschüsse in der Partei und jetzt gibt es einen neuen Parteivorsitzenden, Andreas Babler. Wofür steht die SPÖ mit Andreas Babler? Er positioniert sich mehr links, als es Rendi-Wagner zum Beispiel getan hat. Ein Stück weit überraschend ist auch, dass er sich im Klimathema positioniert, nämlich pro Öffi, pro Klimawandel. Das war in dem Ausmaß sicher vorher nicht der Fall. Und was er ganz massiv macht, er ist zurückgekehrt zum
Urthema der SPÖ, nämlich zur Umverteilung. Also diese Umverteilung an unsere Leute, wie auch seine Kampagne ist, will heißen, an die Benachteiligten, an die, die das Gefühl haben, sie werden vom Wohlstand abbauen müssen. Das ist meiner Meinung nach auch ein Punkt, wo durchaus auch er FPÖ-Wählerinnen und Wähler ansprechen kann. Jene, die sich vielleicht vom Migrationsthema nicht so angesprochen fühlen, sondern dieses Ich-bin-benachteiligt-Thema, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es einen Wählerstrom, eine Wählerwanderung zur SPÖ auch gibt, die wieder diesen kleinen Mann, Frau von der Straße mehr anspricht. Ja, Sie sagen es, Andreas Babler, der tritt so als der Robin Hood im roten Gewand auf, den Reichen nehmen und den Armen geben. Jetzt ist er auch, wie Sie sagen, auf dieser Charming-Tour durch Österreich unterwegs. Womit hat er sich da auf dieser Tour positionieren können? Hat er da sein Profil noch schärfen können? Was ihm sicher zugute kommt, ist seine hemdärmelig bodenständige Art, wo er relativ schnell Anschluss findet in der Kommunikation. Also das ist sicher ein für ihn maßgeschneidertes Tool, wenn man so will, im Wahlkampf diese Veranstaltungen mit Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu kommen. Das liegt ihm, das kann er. Er spricht auch im Dialekt, das heißt, auf dieser Ebene kommt das gut an. Dieses Dialektthema war ja auch schon ein Thema, durchaus auch in der Diskussion. Bin ich nicht so hundertprozentig davon überzeugt, ob das für alle Tools, zum Beispiel bei Medienauftritten oder anderen Auftritten, immer die beste Wahl der Mittel ist. Aber bei diesen Veranstaltungen ist es sicher sehr authentisch. Mhm. Auch ÖVP-Obmann Karl Nehammer, Bundeskanzler Karl Nehammer, der war auch in den Bundesländern unterwegs. Babler und Nehammer, die haben sich ja auch, glaube ich, am Ausseerkirtag zufällig getroffen, beide in der Tracht. Wie authentisch nehmen Sie Karl Nehammer wahr? Also bei diesen Bundesländertouren liegt es ihm, würde ich sagen, so als nehme eure Sorgen wahr und bin für euch da. Es spielt ihm auch da seine ehemalige Rolle als Innenminister sicher ein bisschen in die Hände. So dieses Sicherheit geben und dieses sagen Sie mir, was Ihnen am Herzen liegt. Ich kümmere mich drum, so Krisenmanager. Er hatte ja als Bundeskanzler doch auch einige Krisen zu managen und davor auch als Innenminister. Also das ist, denke ich mal, die Positionierung, mit der er ins Rennen gehen wird. In den vergangenen Wochen war auch der ehemalige Parteiobmann und ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz in den Schlagzeilen sehr präsent, fast schon präsenter als der aktuelle Parteiobmann Karl Nehammer. Wie sehr schadet Sebastian Kurz der ÖVP mit seinen Auftritten? Also jetzt momentan zieht er sicher Aufmerksamkeit ab. Das heißt, wie Sie es eh gesagt haben, Medien beschäftigen sich mit ihm, es gibt den Film. Ich denke mir aber, es ist kein Zufall, dass es die Filme, muss man ja sagen, es gibt ja zwei Filme, zu seiner Person gerade jetzt zu Beginn des Gerichtsverfahrens gibt. Also man versucht da ein bisschen Pluspunkte für ihn zu sammeln, damit man da nicht den großen Minuspunkt hat für die Partei dann im Wahlkampf. Und unterm Strich muss man auch sagen, wir sind, wenn keine Neuwahlen kommen, ein Jahr vor den Wahlen. Also es ist jetzt noch nicht der große Schaden. Also ÖVP-Sicht, besser man feiert es jetzt ab und gönnt ihm jetzt die Bühne, als man hat es dann, ich weiß nicht, 2-3 Monate vor der Wahl. Es gelingt aber dadurch auch Karl Nehammer nicht so richtig, seine Wunschthemen wie etwa die Kinderbetreuung zu platzieren. Wofür steht die ÖVP aktuell? Welche Themen bespielt sie jetzt ein Jahr vor der nächsten Wahl? Also im Sommer sind es zwei, ich würde es mal als solches bezeichnen, Nebenschauplätze, Nebenthemen, die man im Agenda-Setting da oder im Themensetzen versucht hat, aufs Tapet zu bringen und ist auch gelungen, muss man sagen. Das eine war die Normaldebatte, da gab es ja sogar dieses Social-Media-Video vom Bundeskanzler, vom Karl Nehammer, wo er sagt, es geht eigentlich um den Großteil der Menschen, die normal sind und nicht den linken und den rechten Rand. Also er spricht diese traditionellen Werte, diese klassische Familie, dieses Heimatthema, also dieses klassische Sicherheit, Orientierung, habt keine Angst, das bleibt weiter bestehen, weil dafür stehen wir.
Das zum einen. Und auf der anderen Seite, das zweite Thema, das er versucht hat zu setzen, war die Bargeld in die Verfassung Diskussion. Da muss man sagen, Emotion sticht Fakten. Hat ja auch der Leiter der EU-Vertretung in Wien, der Martin Sellmayr, gesagt, er versteht das Thema nicht. Wir haben den Euro in Österreich, die Währungspolitik wird zentral geregelt. Das wird nicht im Land geregelt. Also das ist eine Scheindebatte, würde ich mich durchaus auch dem Statement anschließen. Frau Professor Fürichtfegel, vielen Dank für diese sehr pointierte Analyse. Sehr gerne.